Hallo, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zum Teil 13 unserer Serie Superheilmittel Vitamin C. In diesem Beitrag Nummer 13 geht es darum, hochdosiertes Vitamin C, die Bedeutung für den Stoffwechsel. Wir haben ja nun in den vorgehenden Beiträgen gelernt, was Superheilmittel Vitamin C alles ist, sei es auch wirklich hochdosiert verabreicht. Es ist das ultimative Entgiftungsmittel. Es hilft unserem Immunsystem. Wir bessern damit unser Bindegewebe auf. Und es ist scheinbar das beste antimikrobielle Hilfsmittel, was wir kennen und was selbst niemals toxisch wird. Heute also über die Bedeutung des hochdosierten Vitamin Cs für den Stoffwechsel. Lassen Sie mich zunächst erst einmal diesen Hinweis geben. Achtung, wichtiger Hinweis, diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisungen zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankungen konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. Ja, nun haben wir ja schon Beitrag Nummer 13 und ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass wir hier sehr praxisnah, sehr hilfreiches Wissen vermitteln. Also wenn das dann Ihr Wissen wird und Sie das anwenden können, dann hilft es Ihnen sehr, Ihre Lebensqualität zu verbessern und es ist ein wichtiger Schritt mit dem Superheilmittel, das Ziel Leben ohne Krankheit zu erreichen. Und rein aus pädagogischen, taktischen, kommunikativen Gründen bitte ich Sie, diesen Teil 13 erst dann zu rezipieren, wenn Sie die vorhergehenden Beiträge auch alle aufgenommen haben, weil ich hier mich auf die vermittelten Wissensinhalte in den vorherigen Teilen konzentriere. Ja, wir haben ja darüber gesprochen, dass Vitamin C das antimikrobielle Universalmittel ist, das ultimative Gegengift, das Superheilmittel der Natur. Es ist ein vollkommener Schutz für das Arteriensystem. Die natürliche Antwort auf Krebs, das perfekte Anti-Aging-Mittel. Wir haben darüber gesprochen, dass es und warum es die Propagandalügen gibt, dass es höchste Zeit wird für eine Revolution, wenn wir hier so über ein so wichtiges Thema sprechen, über eine so wichtige Substanz. Und ich habe auch Tipps gegeben, wie Sie davon profitieren. Des Weiteren, wie wirkt Vitamin C, war ein Thema. Es kurbelt das Immunsystem an. Das war sozusagen im Beitrag 12 das Wichtige und nun kommen wir zur Bedeutung für den Stoffwechsel. Ja, und Sie können sich vorstellen, dass Vitamin C bei sehr vielen Synthesen also beim Aufbau bestimmter Stoffe, der durch den Stoffwechsel geschieht, dieser Aufbau, diese Synthesen sind ja das Ergebnis von Stoffwechsel. Und da können Sie sich vorstellen, dass es bei den Synthesen eine recht große Bedeutung hat. Und wenn Sie es nicht vorstellen können, dann möchte ich das jetzt in den nächsten Slides Ihnen vermitteln. Da haben wir zuerst die Kollagensynthese. Vitamin C ist essentiell für die Synthese und Erhaltung von Kollagen. Kollagen ist das am häufigsten vorkommende Protein im menschlichen Körper. Es macht etwa 25 bis 35% der Gesamtmasse aller Proteine aus. Und so finden wir es in der Haut, in den Bändern, in den Sehnen, im Knorpelgewebe, in Knochen, in Blutgefäßen, in den Eingeweiden, in Bandscheiben. Das ist nur ein Ausschnitt. Überall dort brauchen wir Kollagen. Und das Kollagen mit seiner Qualität macht sozusagen auch deren Qualität aus, nämlich die Qualität der Sehnen, die Qualität der Bandscheiben, die Qualität der Blutgefäße. Und folgende Dinge
ergeben sich sozusagen daraus, dass Vitamin C eine sehr große Bedeutung hat für die Kollagensynthese. Da haben wir zuerst Vitamin C Mangel, also zu wenig Vitamin C ist ein unterdiagnostizierter Faktor bei degenerativen Bandscheibenerkrankungen bei älteren Menschen. Also zu wenig Vitamin C sagt, wir haben es mit Bandscheibenerkrankungen zu tun aufgrund des Vitamin C Mangels. Vitamin C hat eine günstige Wirkung auf die Haut, weil es die Vermehrung, Migration und Replikation von Fibroblasten zur Reparatur von Hautverletzungen fördert. Rezepturen mit Vitamin C schützen vor Falten und somit die Zeichen von vorzeitiger Alterung, die nach außen abgegeben werden von unserem Körper. Erhöhte Vitamin C-Zufuhr verbessert in glatter Gefäßmuskulatur die Synthese und Aufgreifen von Kollagen Typ 1. Also ganz wichtig für die Gefäßmuskulatur. Gefäßmuskulatur brauchen wir ja, um das Blut ohne großen Aufwand, ohne erhöhten Blutdruck zu bewegen über die Windkesselfunktion. Da brauchen wir eine gute Gefäßmuskulatur. Und eine gute Gefäßmuskulatur brauchen wir auch für den Schutz der Gefäßwände gegen Belastung, wie das eben dann, wenn nicht genügend Schutz da ist, wir das dann sehen bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ganz insbesondere bei Herzinfarkten, die entstehen, weil die Gefäßwände brüchig geworden sind. Die glatte Gefäßmuskulatur zu unterstützen durch eine gute Kollagensynthese, die auf ausreichend viel Vitamin C basiert, ist also ein Schutz vor Herzerkrankungen, vor Gefäßerkrankungen, aber auch vor anderen Erkrankungen, die mit dem Kreislauf zusammenhängen. Vitamin C fördert dosisabhängig, also Vitamin C fördert die Verbesserung des Kollagentyps und schafft sozusagen eine bessere Kollagendichte der Haut. Des Weiteren, das ist hier nicht aufgeführt, möchte ich noch hinzufügen, es ist wichtig, dass wir hier auch durch die verbesserte Kollagensynthese aufgrund der Gabe von Vitamin C dazu kommen, dass die Filtrationsfunktion der Nieren verbessert ist und dass wir eine verbesserte Schranke in der Blut-Hirn-Schranke haben und auch, und das ist wiederum auch nur ein Beispiel, wir eine verbesserte Arterienendothelbildung haben. Also alles das, was mit Kollagensynthese zusammenhängt, verbessern wir eigentlich. Und die Kollagensynthese ist ein wichtiger Bestandteil unseres Stoffwechsels, wichtiger Bestandteil unseres Lebens. Zweitens, nach der Kollagensynthese sprechen wir von der Basalmembransynthese. Die Basalmembran ist eine dünne, klebrige Schicht, die die Epithelzellen stützt. Sie verbindet die zarten Kapillaren, zum Beispiel der Niere, mit den Baumenkapseln und wir finden sie auch dort, wo wir die Lungenkapillaren befestigt haben. Und somit ist sozusagen die Basalmembransynthese im Zusammenhang mit dieser klebrigen Schicht eine ganz wichtige Geschichte. Und daraus ergibt sich, dass Vitamin C die gelartige Konsistenz sehr gut erhält, dieser Basalmembrane, und das blockiert unter anderem die Tumorinvasion. Also, wenn wir eine gute gelartige Substanz haben, dann werden Tumorinvasionen blockiert. Wichtiger Punkt in der Abwehr, im Nichtentstehen von Krebs, Tumoren. Vitamin C erhöht die Komponenten der basalen Membranen Blutgefäßen. Das sind Elastin, Laminin, Kollagen Typ 4, dass wir also dort gute Blutgefäße haben. Ich hatte vorhin gerade gesagt, was das bedeutet in Verbindung mit der Kollagensynthese. Und hier sehen wir es im Zusammenhang mit der Basalmembran. Synthese. Also große Bedeutung, Vitamin C kann man gar nicht hoch genug sagen.
Und Vitamin C beschleunigt die Ablagerung anderer wichtiger Basalmembranproteine. Das heißt, wir verbessern die Verbindung der Dermis mit der Epidermis. Alles hat also wirklich mit dem Zellaufbau zu tun, den wir in guter Qualität erreichen, indem wir den Stoffwechsel unterstützen oder überhaupt das ermöglichen, indem wir genug Vitamin C zur Verfügung stellen. Dann ist der dritte Punkt die Förderung der Wundheilung. Wir haben also überall dort eine bessere Wundheilung, wo wir genügend Vitamin C haben. Es reduziert zum Beispiel, ich möchte nur den unteren Punkt hier erwähnen, das Wundliegen bei Heimbewohnern. Und es reduziert auch die Wundkontraktion. Das ist ja das, was wir kennen, wenn zum Beispiel jemand sich verbrannt hat, verbrüht hat in der Haut, dann werden üblicherweise Hauttransplantationen vorgenommen. Und damit es nicht kontrahiert, verbessert eben durch die Gabe von Vitamin C sich die Wundheilung und wir haben dort keine Wundkontraktion. Ja, und Keratinozyten verbessern wir in die basalen Keratinozyten und Fibroblasten. Und Fibroblasten hatte ich ja vorhin auch schon genannt. Wichtiger Punkt im Stoffwechsel. So, bei der Carnitinsynthese, das wäre der vierte Punkt, hat Vitamin C auch einen wichtigen, wie soll ich, ja, was würde ich sagen, einen wichtigen Anteil in hoher, zur hohen Qualität zu kommen. Und das bedeutet, dass wir eben zum Beispiel zur Produktion von ATP, und wir wissen, ATP ist sozusagen die Energiequelle des gesunden Energiegewinnungsprozesses durch die Mitochondrien, hat dort einen großen Anteil und bildet sozusagen über die Karotinsynthese seinen Beitrag zum, ich möchte mal sagen, gesunden, krebsfreien Stoffwechsel, wo das Karotin als Aminosäure eine sehr große Bedeutung hat. Dann fünftens, Neurotransmittersynthesen. Neurotransmitter sind Biomoleküle, die elektrische Signale zwischen Neuronen und Nervenzellen im Körper und Gehirn ermöglichen. Und ohne diese geht es nicht, ohne das geht kein Leben, ohne das geht kein Elektronenfluss. Die Fähigkeit des Körpers, auf die Umwelt zu reagieren und die Fähigkeit des Gehirns zu denken und Informationen zu speichern, ist von diesen Stoffen abhängig. Also die Transmittersynthese ist ganz, ganz wichtig für Denken, Leben, Informationen und Reagieren. Vitamin C wird also direkt involviert in die Neurotransmittersynthese. Kommen wir zur Kalziumaufnahme des Knochengewebes, also die Bedeutung und die Förderung der Kalziumaufnahme durch Vitamin C. Und die Kalziumaufnahme ist ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens, unseres Stoffwechsels. Wir tragen also mit Vitamin C hochdosiert dazu bei, dass wir die Qualität und die Dichte von Knochen sehr gut erhalten. Es fördert also den Einbau von Kalzium in den Knochen und schützt vor Kalziumverlusten. Das bedeutet, Vitamin C stimuliert die Bildung von Zellen, die Kalzium in das Knochengewebe einbauen. Es stimuliert also die Osteoblasten. Und es hemmt die Zellen, die Knochen abbauen. Es hemmt sozusagen die Osteoklasten. Vitamin C ist ein potentes Antioxidans. Es schützt also den Knochen vor oxidativem Stress. Wir erinnern uns, was oxidativer Stress ist. Das ist sozusagen die Belastung mit freien Radikalen, unter anderem im Knochengewebe. Davor schützt Vitamin C sehr gut. Erinnern wir uns, dass wir das auch schon kennengelernt haben, allgemein im Körper. Und das hat eine ganz große Bedeutung hier im Knochengewebe, denn wenn wir oxidativen Stress bekämpfen im Knochengewebe, dann verbessert sich die Kalziumaufnahme dort ganz gewaltig. Vitamin C verbessert also auch das Kollagen zur Knochenstärkung. Wir erinnern uns im ersten Punkt, dieser bisher sechsten
Sechs Punkte haben wir über die Kollagensynthese gesprochen. Es verbessert also die Knochenstärkung und hemmt Knochenbrüche und beugt Knochenschwund vor. Ganz klar, wenn wir, wie oben in der zweiten Zeile hier zu lesen ist, die Osteoklasten hemmen, dann beugen wir auch Knochenbrüchen vor und beugen wir auch Knochenschwund vor. Und wenn genügend Vitamin C da ist, dann beugen wir bei älteren Menschen ganz erfolgreich Hüftfrakturen vor und tragen dort über diese Funktion der Calciumaufnahme im Knochengewebe, also der optimalen Calciumaufnahme im Knochengewebe, beugen wir also den Hüftfrakturen vor und können eigentlich sagen, es würde reichen, wenn ältere Menschen ausreichend hoch dosiert Vitamin C nehmen und es gäbe nicht mehr so häufig oder vielleicht auch gar nicht mehr diese üblen Hüftfrakturen. Ja, siebtens, da geht es ums Histamin. Vitamin C hochdosiert ist also auch ein natürliches Antihistaminikum. Histamine sind die Biomoleküle, die allergische Reaktionen auslösen. Obwohl wir das an einigen Stellen brauchen, kann die Reaktion bei vielen Individuen, also bei vielen Menschen, es betrifft wirklich viele Menschen, verschleppt werden. In der Folge kommt es zu chronischen Entzündungen. Ich hatte ja schon einmal über die Silent Inflammation, also die stillen Entzündungen gesprochen. Und das bringt dann unerwünschte Beschwerden mit sich. Juckende Augen, verstopfte Nasen und so weiter. Darüber hinaus können chronische Erkrankungen wie Atherosklerose begünstigt werden, wenn wir nicht genügend gegen das Histamin vorgehen. Also auch wieder ein Punkt, wir kommen dort immer wieder hin, dass wir den Atherosklerosen vorbeugen. Atherosklerose ist die Ursache der häufigsten Todesfälle, die wir haben. Und hier leistet also Vitamin C sehr Großes, indem es natürliches Antihistaminikum darstellt, denn es geht gegen die chronischen Entzündungen auf der Ursache von Histamin. Es neutralisiert auch die Wirkung des Histamins, die toxische Wirkung des Histamins. Und das ist wieder ein Teil aus den guten Eigenschaften von hochdosiertem Vitamin C, nämlich das ultimative Mittel zur Neutralisierung von Toxinen. Ja, und schließlich kommen wir achtens zum Immunsystem. Das Immunsystem ist ja auch ein Ergebnis des Stoffwechsels, beziehungsweise das Immunsystem spiegelt wieder durch seine Qualität, durch seine Stärke, wie gut der Stoffwechsel ist. Und ich möchte hier das nicht nochmal in der Folie auftragen, denn wir haben ja im Beitrag zuvor, also im 12. Beitrag, ganz speziell über Vitamin C und das Ankurbeln des Immunsystems gesprochen. Es verbessert also die Interferonproduktion, Phagozytenfunktionen werden verbessert. Wir haben eine verbesserte Immunantwort, Stickstoffmonoxidproduktion durch Phagozyten wird verbessert und, und. Und ich will nur sagen, dass Vitamin C hemmt verschiedene Faktoren des T-Lymphozytentodes. Das haben wir auch mit im Beitrag 12 gehabt. Das halte ich für sehr, sehr wichtig, auch im Zusammenhang mit der Entwicklung von Krebs. Und somit haben wir also im Rahmen des Stoffwechsels hier auch nochmal die Bedeutung angesprochen, welches Vitamin C für das Immunsystem hat, beziehungsweise über das Immunsystem, Verbesserungsimmunsystem, unseren Stoffwechsel verbessert und dort eine große Bedeutung hat. Das war also heute wieder, sagen wir mal, eine Vermittlung von relativ vielen Fakten. Ich hoffe, das war Ihnen nicht zu trocken, aber bitte bedenken Sie, welche Bedeutung der Stoffwechsel hat. Stoffwechsel ist quasi Leben und da muss man auch darauf eingehen, wie wir das und wie einfach wir das mit hochdosiertem Vitamin C unterstützen können, dass wir einen guten Stoffwechsel haben. Und das bedeutet auch, wir tun sehr viel für unser Leben mit hoher Qualität und haben mit diesem Beitrag 12, nee, Entschuldigung, mit diesem Beitrag 13 zeigen können, dass Vitamin C mit seiner Bedeutung für den Stoffwechsel einen großen Beitrag legt und bringt für Leben ohne Krankheit. Ich freue mich auf die nächsten Beiträge. Wenn es Fragen geben sollte, bitte nutzen Sie die eingeblendete E-Mail-Adresse.